Herr Wagner-Hebestreit, letzte Woche hatten Ihre jeweiligen Vertreter erklärt, Sie könnten zu den tausendfachen Pager-Explosionen noch keine völkerrechtliche oder sonst wie geartete Wertung vornehmen, weil die Bundesregierung hat noch keine eigenen Erkenntnisse etc. Jetzt ist eine Woche vergangen. Mittlerweile steht auch eigentlich relativ fest, dass Israel dafür verantwortlich war. Da würde mich interessieren, zu welcher Schlussfolgerung die Bundesregierung denn gekommen ist in ihrer völkerrechtlichen Bewertung hinsichtlich dieser tausendfachen Explosion von zivilen Kommunikationsgeräten. Herr Warbeck, genau dieselbe Frage im selben Wortlaut hat mir Herr Jung, glaube ich, am Montag hier gestellt. Insofern würde ich Sie einfach auf das Protokoll der Bundespressekonferenz von Montag verweisen. Da muss ich den Part beim Protokoll lesen, was ich brav gemacht habe, ignoriert haben. Aber dann zumindest eine Nachfrage: Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium hat Israel innerhalb von 48 Stunden 600 Zivilisten getötet bei seinen Bombenteppichen mit Fokus auf Beirut. Können Sie uns dazu noch eine Stellungnahme der Bundesregierung verraten? Also vielleicht mal, das ist ja ein Thema, was hier, glaube ich, auch breit interessiert. Wir sind natürlich äußerst besorgt über die jüngste Eskalation der Gewalt und über die wirklich extreme Anspannung, die da gerade herrscht zwischen Israel und der Hisbollah, zwischen Israel und Libanon. Wir sehen viele Opfer, auch unter der Zivilbevölkerung, ja auch Kinder. Das ist wirklich erschütternd und das ist schrecklich. Sie wissen, dass in diesem Konflikt und in Konflikten ja allgemein der Schutz der ZivilistInnen ganz oben stehen muss. Es ist so, dass wir, und das hat ja die Außenministerin gestern, glaube ich, auch in New York nochmal gesagt, jetzt alles dafür tun müssen, zusammen mit unseren Partnern, dass die Region da nicht in einen weiteren großen Krieg rutscht. Und die Gefahr gibt es ja durchaus. Insofern liegt der Fokus jetzt auf den diplomatischen Bemühungen, dafür zu sorgen, dass es eine diplomatische Lösung für das Kräftemessen dort gibt. Sie wissen, dass die Hisbollah ja weiterhin Israel mit Raketen beschießt, gerade heute Morgen erst wieder, dass weiterhin Zehntausende in Nordisrael nicht in ihre Heimat zurückkehren können aufgrund der Bedrohung durch die Hisbollah und die bestehende Druckkulisse da und die fortlaufenden Angriffe. Und gleichzeitig eben das Leid, was wir eben auch in Libanon sehen, jetzt infolge der Militäroperation. Insofern ist ganz klar, es gibt da weiterhin ein Fenster für eine diplomatische Lösung. Wir unterstützen da vor allen Dingen unsere amerikanischen, unsere französischen Freunde, die da ja sehr aktiv sind. Und wir sprechen natürlich auch mit unseren Partnern. Unser klarer Appell geht eben auch an die Mächte, die hinter der Hisbollah stehen, Iran da zu nennen zum Beispiel, alles dafür zu tun, dass die Hisbollah aufhört, Israel mit Raketen anzugreifen und alles dafür zu tun, dass der Weg aus dem Konflikt, der ja vorgezeichnet ist in der UN-Resolution 1701, das heißt mit konkreten Deconflicting-Schritten, also Rückzug von der Blue Line, der sogenannten blauen Linie, andere Schritte, die dort aufgeführt, dass der auch gegangen wird. Zum einen nochmal dann doch eine konkrete Nachfrage zu den Pager-Explosionen. Sie haben gesagt, Sie können das weder direkt Israel, die Bundesregierung weiß noch immer nicht, ob wirklich Israel dazu verantwortlich ist und dass sie es auch völkerrechtlich nicht in dem Einzelfall bewerten können. Aber wir haben jetzt sozusagen zivile Kommunikationsgeräte, Pager, die tausendfach zur Explosion gebracht worden. Widerspricht dies nach Einschätzung des Auswärtigen Amts dem Waffenübereinkommen der Vereinten Nationen, CCW, das sowohl Deutschland als auch Israel unterschrieben haben und die militärische Nutzung von zivilen Geräten in Form von Sprengfallen untersagt und ächtet? Das können Sie ja grundsätzlich sagen, ob Sie darin sozusagen einen Bruch sehen oder nicht. Herr Warbeck, ich glaube, was ich zu dem Sachverhalt gesagt habe, ist das, was ich gesagt habe, und darauf würde ich Sie verweisen. Ich nehme wahr, aber das nur am Rande, ich nehme wahr, dass es unter Völkerrechtlern dazu ja eine Debatte gibt, die offensichtlich ja aufzeigt, dass diese Frage, die Sie uns da jetzt hier stellen, nicht so einfach zu beantworten ist. Aber nochmal, das, was ich sozusagen als Sprecher des Auswärtigen Amts Ihnen dazu sagen kann, habe ich gesagt und darauf verweise ich Sie nochmal. Dann noch eine letzte Verständnisfrage. Im Fall des Ukraine-Kriegs zeigen Sie sich ja weit weniger vorsichtig mit der Verurteilung beim Tod von Zivilisten in der Ukraine und das bei einer Ratio getötete Kombattanten versus getötete Zivilisten, die weit geringer ausfällt als jetzt im Fall von Gaza oder auch Libanon. Wie erklären Sie denn den Kollegen im globalen Süden diesen Widerspruch
zwischen einer klaren, eindeutigen Verurteilung bei russischen Angriffsoperationen gegen zivile Gebäude versus, wenn das Ganze durch die israelische Armee durchgeführt wird, mit mehr Zivilisten, die dabei zu Tode kommen. Also ehrlich gesagt muss ich Ihren Vergleich von der Situation in Nahost und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wirklich zurückweisen. Ich glaube, Sie vergleichen da einfach Dinge, die nicht miteinander verglichen werden können. Und bei dem Angriffskrieg in der Ukraine ist es ja so, dass Russland als Staat ganz gezielt zivile Infrastruktur angreift mit dem Ziel, Zivilbevölkerung zu terrorisieren und zu zermürben, Kraftwerke, Heizkraftwerke angreift, Schulen, Theater angreift, mit dem Ziel, den Willen der ukrainischen Bevölkerung zu brechen, dort einen Aggressionskrieg führt, der völkerrechtswidrig ist. Ich glaube, das ist etwas sehr anderes als das, was als die Lage, auf die wir da gerade im Nahen Osten blicken. So, wir wechseln einmal nach Südamerika.